Minecraft in Destiny, bist du's? Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Und wir sind zurück bei Destiny in der zweiten Story-Mission auf dem Mars und der Götzler ist wieder dabei, grüße dich. Ich grüße Sie, McRalph. Schön, dass du mich immer siehst. Sehr höflich. Und zwar haben wir eine Level 16 Story, die Säule des Gartens. Übernimm die Kontrolle über die Säule des Schwarzen Gartens, die sich hinter der Mauer der Kabal-Kriegsbasis befindet und erwecke das Auge des Torlords. Let's go. So wieder ein Torlord? Oh ne, das so Auge, das ich eingesammelt habe. Ach ja, das Auge. Ja, genau. Das haben wir ja dabei. Was ja angeblich irgendwie kaputt sein sollte oder so. Aber du kannst diesen... dem Erwachten ja nicht trauen, ne, was der dir so erzählt. Okay, ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Ja, aber immer noch. Sowas von. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. Right on. Also zumindest sieht man hier so ein paar tote Baumstümpfe rumliegen. Also anscheinend hat es hier dann wohl mal eine Zeit lang doch Vegetation auch gegeben, ne? Weil ich den Mars bisher im Komischen finde. Fern am Komischen. Ja, vom Aussehen her und so. Level Design. Sehr staubig halt, ne? Alter, was? Da vorne ist eine Level 30. What the fuck? Du hast auf jeden Fall fleißig, ja? Der hat auf jeden Fall den richtigen Namen. Risk Boss. Der allererste, den ich Level 30 sehe. Mal. Ich laufe auf dir komischerweise dem hinterher und nicht dir. Ganz seltsam. Siehst du, schon bist du abgeschrieben. Oh! Danke dir. Gut, Erde. Das weiß er selber nicht. Hinter dir. Machst du schon. Der macht mich. Ja, der macht mich. Da war nämlich noch einer. Ja, ich merke doch, dass ich... Gefallen? Ich habe ich schon. Ich bin schon wieder wiederbelebt. Oh. Alles gut. Ich merke bloß, dass ich mir hier als Level 14 Gegner echt ganz schön schwer gegen die Level 16 Gegner tue. Und das sind ein paar Gelbe, da musst du mich aufpassen. Bleibt mir ja gar kein übrig. Oh. Kann auch nichts dazu, wenn ich mich die ganze Zeit... Vor mein Visier stellen. Ja, der Koloss, der Name ist auch Programm, hä? Ach. Hat er eine Rainbow dazu haben? Ja. Dann ja, macht er hier gerade schon ein bisschen zu schaffen. Und tschüss. Die natürlich nicht. So ein Proll. Also der Koloss, natürlich nicht du. Und weiter geht's. Folge dir, mein Hüter. Hier ein übergroßes Waffeleisen. Fehlt nur die andere Seite, ne? Ach. Dieser Beobachtungsturm da vorne. Von dort können wir die Säule sicher lokalisieren. Vorsicht, Bro. Keine gelbe Gegner. Ups. Ein Hüter ist gefallen. Oh shit, das war sau. Aber solange man sich nicht in der Dunkelheitszone befindet, kann man ja zum Glück relativ schnell wieder respawnen. Versuchen wir es bei dem Terminal. Komm schon, wo ist sie? Ich hab's. Sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie. Tja, wenn sie nicht schon wussten, dass wir kommen, wissen sie es jetzt. Ja.
Kommst du? Ja, ich musste mir nur ein Bier einschenken. Oh ja, man muss Prioritäten setzen. Oh, das war doof. Doofe Idee. Warum fährst du auch einfach rein? Oh, ich dachte, ich komm durch. Ich bin ja nur 5 Stück andere. Halt dich doch mal wegen Verdeckter. Du hast ja recht. War nicht mitten in 5 Meter rein. Oh, ich hab gedacht, ich überlebe. Ja, gedacht nicht, aber irgendwie. Ja, so viel denke ich halt nicht. Ah, ich glaube, die haben uns reingebeten. Fühlt sich nach Falle an. Sehr schön. Ja, mit der Sniper geht es schon deutlich besser. Präzisionsschüsse, ich glaube, das ist echt eher mein Ding. Okay, ich kümmere mich um die Tür. Du lockst wieder alle Gegner an, oder? Ich? Ne, der Typ. Er hat gesagt, er kümmert sich um die Tür. Und dabei lockt er wieder alle Gegner an. Aber sonst wären wir auch arbeitslos, ne? Hier hat sich eine Tür geöffnet. Ich glaube, da müssen wir lang. Ja, hier vorne. Oh, Gegner dahinter. Hier vorne? Bei mir. Hier hinten hat sie auch eine geöffnet. Super. Langlaufen, das ist der falsche Weg. Also ich habe hier ein paar Gegner, wenn du kommen könntest. Oh ja, mach. Der marschiert da einfach durch. Das ist schon eine Frechheit. Ich? Ja. Ich hau da ein Scharfschützengewehr nach dem anderen rein und er läuft da einfach durch und erledigt sie mit seinem Käsemesser. It's quiet. Too quiet. Legionsuntergrund. Erobere die Säule. Da oben. Wir müssen über diese Brücke. Uiuiui, da kommt was sehr gut. Da ist die Säule. Da vorne. Auf sie mit Gebrüll. Oh, wer ist denn da? Hier sind noch ein paar. Im Moment droppt auch zumindest einigermaßen regelmäßig ein bisschen Beute, ne? Weil es immer nur hoch, glaube ich. Da! Eine Verbindung zur Säule. Bring mich hin. Wohin sollen wir ihn bringen? Erwecke das Auge. Ah, hier irgendwo. Da drüben. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Mal einen Schritt zurück, oder? Habe ich mir auch gerade gedacht. Ui. Minecraft in Destiny, bist du's? Schön, dass du genau den gleichen Gedanken hattest wie ich gerade eben. Ich wollte es gerade auch sagen. Oben ist irgendwas hier. Intel Inside. Ui! Ui! Primus! Sollte vielleicht noch ab.
jetzt. Schönen Kopfschmuck hat er, ne? Laser! Der Raketenmarkt? Und ein Futter ist eigentlich nur dazu. Sowas von. So. Geist nimm das einsetzen. Auge. Ben Moser, ja? Geschafft! Das Auge ist geladen. Los, in den schwarzen Garten. Beenden wir das. Wir haben jetzt mit dem Ding im Endeffekt das Auge aufgeladen. Ja, sehe ich das richtig? Es war also eine Art Ladestation für das Auge des Torlords. So habe ich es verstanden. Hört, hört.